Hallo und willkommen zurück zu Shoninjas Let's Plays und Stardew Valley mit dabei Burrito Kaiserin. Ja, Tag 2 hätte ich beinahe gesagt. Du musst klicken. Ich klicke ja schon. 21. Tag, aber Tag 2 unserer Erdbeerernte. Und da wir unterschiedlichen Dünger hatten, nur heute das glückliche Soßenrezept. Es gibt volles Frühstück. Das ist bestimmt was mit Eiern. Das kann ich auch nicht essen. Hier, ich möchte gerade wirklich, wirklich einen Teller Sashimi. Ich werde gutes Geld an die Person zahlen, die mir einen bringt. Pierre. Sashimi. Haben wir das schon? Sashimi. Ich glaube, ich kann Sashimi. Ah, okay. Früchte ernten gibt auf jeden Fall Erfahrung für Sammeln. Jetzt habe ich auch mein Level 8 erreicht. Schade, dass das nicht letzte Folge schon war. Ach, ein volles Frühstück. Dafür braucht man Spiegelei, Milch, Kartoffelpuffer und Pfannkuchen. Das klingt eher nach einer Fettbombe als nach einem vollen Frühstück. Klingt lecker für mich. Ist es auch. Du kriegst die Milch, ich das Spiegelei. Okay. So, ich hab der Rest, der noch da ist, den kannst du haben. Oh yeah. Und ich werde, glaube ich, jetzt mal zu Robin danach gucken. Nein, da war schon wieder eine Krähe. Oh, guck mal, meine Tulpen. Oh, wie hübsch. Guck's gar Ich nicht. sehe es doch bei dir. Ich sehe es doch bei mir. Vergiss, dass mein Bildschirm doch viel größer ist als deiner. Oh, hierfür brauche ich die Sense. Komm mal her mit der Goldsense. Ja. Weil du gerade die andere Sense nicht dabei hast, oder? Doch, aber ich will mal sehen, was die macht. Die muss ja irgendwas Besonderes machen, wenn du die. Mein Wenn Diamant die ist besser ist unfertig. als meine. Und die zweite Reihe muss mit der Sense abgebaut werden hier. Wahrscheinlich hat die einfach eine höhere Reichweite. Yes! Guck dir an, wie viele du wegmähst. Was hast du da jetzt eingesammelt? Grünkohl. Ich pack ihn dir. Ist das ein. Das ist ein Gemüse. Das packe ich dir hier in die Gemüsekiste rein. Tulpen sind so hübsch und ja, ich liebe Tulpen. Tulpen sind meine Zweitlieblings. Ja. Kann ich irgendwo hinstellen? Ich will die Tulpen nicht essen. Nicht? Nein. So, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Was mache ich? Achso, hattest du jetzt gesagt, Sashimi, können wir das machen oder nicht? Meine, ich kann das machen, ja. Verkauf die Tulpen. Bis auf die 100 stehen. Brauche nur einen beliebigen Fisch, okay. Bin ich natürlich blöd, jetzt weiß ich nämlich nicht, was er sich holt. So, heute ist Sonntag. Heute muss scheinbar der Händler wieder da sein, aber ist im Dorf. Und ich habe den noch nie im Dorf gesehen. Weißt du, wo der im Dorf sein soll? Unten rechts? Ich glaube unten rechts. Beim Schmied. Zumindest laut dem NPC-Symbol. Gucke mal hin. Ich wollte eher Pia das Ding da geben. Denk dran, die Erdbeeren, die sind für dich nachher. Ja, ich muss mich erst um die Tierchen. Hast du schon Sashimi gemacht? Eins, ja. Gerade versucht, Donald zu melken. Ach nee, das ist nur das Symbol von dem Gunther. Dann weiß ich nicht, wo der in der Stadt sein soll. Ist im Dorf. Sehe aber auch kein Symbol von ihm. Also oben rechts, ja, aber nicht. Dann mal ab zu Pia. Ich bin mal gespannt, was wir für Level 8 kriegen beim Sammeln. Ja. Da meine Enten. Sieht
bitte. Ja, nein. Ah, bei Pierre gibt es auch eine neue Nebenquest. Warte mal, ist das Pierre? Bist du Pierre? Nee, das ist HW. Ich bin Pierre. Oh, bonjour, monsieur. Ich bin Pierre. Damit die Kunst des Angeln nicht vergessen, zahle ich dir 120 Gold an Angler, die der Hering 4 fängt. Und wir müssen sie wirklich fangen. Okay. Ich sammle Erdbeeren. Erdbeeren sind so jung. Heute Obstsalat gemacht. Okay. Obst. Wie man sieht, es ist Obst im Haus. Oh ja, aber für die Pierre-Quest gibt es 1000 Gold. Ja. Guck jetzt mal zu Robin hoch und will mir nochmal anzeigen lassen, was wir da so für Optionen haben bei Upgrades bzw. neuen Gebäuden. Do it. Ich glaube, den Kuhstall und den Hühnerstall haben wir beide auf demselben Level, glaube ich. Mhm. Aber man kann noch ein weiteres Level auf jeden Fall machen. So, 50.000 ist das Haus. Platz für Kleintiere. Stall haben wir. Brunnen brauchen wir nicht. Silo haben wir. Eine Mühle könnte man machen. Weizen, Rüben und Reis mahlen. Oh ja. Aber nee, geht nicht. Dafür brauchen wir Stoff. Und Stoff können wir ja noch gar nicht machen. Weißt du, woran es liegt? Was brauchen wir für Stoff? Tote Ziegen? Lebende Schafe. Aber hast du da schon Stoff bekommen? Nein, ich habe ja keine Schafe. Achso, dann müssen wir uns Schafe kaufen. Können wir das noch? Können wir noch nicht, oder was? Ich weiß nicht. Ich hab da noch keine gesehen. Das müssen wir, glaube ich, erst freispielen. Achso, dann müssen wir wahrscheinlich noch ein Upgrade machen, ja. Der Schuppen... Der kann gar nicht springen. Der Schuppen kostet 15.300 Holz. Den Fischteich haben wir. Die Hütte ist für andere Spieler. In verschiedenen Farben, okay. Pferdestall haben wir. So, dann gibt es diesen Schleimstall, wo man scheinbar 20 Schleime züchten kann, Hülle die Wassertroge und die Schleime werden Schleimbälle produzieren. Aber haben wir schon irgendwas mit Schleimbällen, irgendwelche coolen Rezepte? Wisst ihr gerade nicht? So, und dann gibt es noch den Luxushühnerstall und den Luxusstall. Beim Luxushühnerstall haben wir Platz für 12 Tiere dann, hat ein Autofütterungssystem und schaltet Hasen frei. Hase klingt auf jeden Fall lecker. Und wir haben bald Ostern. Hasen! Ich möchte Hasen. Hasen wäre 20.000 Gold, 500 Holz und 200 Stein. Und der Luxusstall sind dann 12 Stalltiere. Auch Autofütterungssystem und schaltet Schafe und Schweine frei. Ja, ich glaube, dann sind die beiden Upgrades für Hühnerstall und Co. Wie viel Geld hast du? 23.877. Na, dann könntest du eigentlich so einen Hühnerstall schon mal ordern. Brauche ich noch irgendwas? 500... Nee, warte mal, mach du mal... 23.000 hast du gesagt? Sie. Dann mach du mal den Hühnerstall und ich mach dann den Luxusstall. Aber 500 Holz und 200 Stein. Normales geht Holz. Geht aber nicht beides gleichzeitig, ne? Ja, ja, aber ich habe auch noch nicht genug Geld. Also das ist sicher fertig, wenn ich das nächste Geld habe. 500 Holz, 200 Steine. Du hast schon wieder überall Bäume gepflanzt. Man kann kaum normal laufen. Echt, behindert das einen beim Laufen? Achso, ja, wenn ja, die dann wachsen, ja. So, was soll ich holen? 500 Holz? Holz und 200 Steine. Ist aber nicht genug Holz. Hab ich nicht. Bist du in der richtigen Kiste? Ja, jetzt bin ich. Mein Tee ist mir nicht so gut gelungen, wie ich wollte. Du trinkst da Tee aus einer Plastikflasche mit Strohhalm? Das ist ein Metall-Starbucks-Becher und mit einem wunderschön gekauften Strohhalm von Rewe. Aus Metall. Ach so. In Regenbogenfarben. Also zweimal Metall. Leider ist der Deckel aus Plastik. Mm. Das war das einzigste. Oh, ich kann gar nicht. Das ist schon zu Ende. Ja, warte, sie steht hier außen rechts. Ja, aber ich muss ja reingehen und was kaufen. Mit dem Pferd. Probier mal. Also ich weiß nicht, ob meine Mod in der Hinsicht auch für dich geht. Geh mal rein und versuch mal mit ihr zu sprechen, auch wenn sie nicht da steht.
Ich höre jetzt auch nach dem Fisch auf, dann kann ich dir genau sagen, wo du stehen musst. Das Blubbel war zwar noch nicht weg, aber egal. So. Auszubessern. Also genau bei der Kasse sagt er bei mir, ich könnte jetzt nämlich trotzdem mit ihr interagieren, auch wenn sie nicht da ist. Mm-mm. Geht bei dir nicht. Schade. Aber vielleicht geht sie ja gleich rein, vielleicht kann man es dann immer noch machen. Nein, aber warte mal. Geh mal, warte mal genau. Weil jetzt nach 19 Uhr darf man, glaube ich, nämlich nicht mehr rein sonst. Okay, nee, ich glaube, die geht hier im Abendsrhythmus, okay. Komm mit rauf! Brauchen wir ein zweites Pony? Ja, habe ich auch gerade überlegt. Das Pony war beim Dings dabei, beim Kauf. Mist, aber dadurch, dass du nur nach Hause gehst, hätte ich doch das Pferd noch nehmen sollen. Da fällt mir ein, ich habe eigentlich noch diesen einen Auftrag mit dem, wo man sich so komisch bewegen muss. Weißt du, was ich meine? Wo man da auch so eine Karte. Nee, wo man so eine Kartenmarkierung hatte. Mit Richtungsangaben, links, rechts, unten, oben. Ja, habe ich auch, aber ich habe das noch nicht so richtig rausgefunden. So, weil das war auch komisch, da gab es keinen Startpunkt, ja. Wir hatten sowas ja schon mal mit dem Versteck. Mhm. Da hatte man da mal einen Startpunkt, ja. 9 bis 18, okay. So, ich wollte eigentlich gucken, ob der Händler... Ah ja, nee, er wäre doch hier links gewesen. Also wenn er, das heißt Händler im Dorf, dann ist er trotzdem immer wieder da unten. So, Hofarbeit 8. Einmal Gießkanneffektivität hoch, einmal Hackeffektivität hoch. Neues Herstellungsrezept für einen Fass. Dann eine Ölpresse und Luxusgeschwindigkeitswachstumsdünger. Was für ein langes Wort. Wie viel Holz hast du jetzt eigentlich mitgenommen? Das, was du brauchst oder alles? Nicht alles. Da ist noch ein 900er Stack in der Kiste drin. Ja. Wie viel Kohle hast du jetzt? 30.000. Dann würde ich sagen, mach du mal das teurere. Weil ich habe jetzt nämlich genug Geld, dann kann ich... Achso, beides geht ja nicht, hattest du gemeint, ja. Du kannst dich ja mal um die Tiere kümmern. Ja, wir haben echt noch genug Holz. Aber Steine scheinbar nicht genug. Oder hast du von Steinen alle genommen? Ich habe auch Steine. Ich habe 700 Steine. Okay, also ich habe einfach, einfach ein Stack genommen, weil mir das immer zu blöd ist, das irgendwie zu splitten. Ja, du kannst auch, ich weiß nicht, wie es auf dem PC ist, es gibt auch eine Taste, wo du einen einzelnen nimmst und wenn du die aber gedrückt hältst, dann nimmt er ganz schnell ganz viele. Bau dir mal einen Melkeimer oder kauf dir mal einen Melkeimer. Oder mach den, bau den, ich weiß das nicht mehr. Dann kannst du nämlich auch die Kühe und die Ziegen melken. Die Ziegen sind heute nicht wieder dran. Achso, warte mal. Ich finde, dein Sound ist so laut, dass ich das auch hören kann. Ja, ich habe den Dings noch nicht an, wieder bei Steam, bei Discord. Was habe ich denn da gemacht? Hallo, ich will hier rein. Hallo. Ab um 9, glaube ich. Ja.
Oh, ich muss heute noch 4 Heringe sammeln. Fangen. Ja, aber die Quest ist eh doof. Egal. Die gibt halt nicht mal viel, ja. Okay. Ernten gibt's gerade nichts. Ich wollte gucken. Einerseits, was wir mit Schleimbällen machen können. Ich glaube, das Fass hatten wir durch eine Quest bei dem Gemeindehaus bekommen, ja. Ah, für die Ölpresse braucht man eine Schleimpresse, Hartholz und einen Goldbarren. Dann kriegt man Gourmetöl. Davon würde ich jetzt auch mal einbauen gleich. Wurmeimer. Regelmäßig Kümmerer, die Würmer benötigen kein Futter. Den können wir eigentlich auch mal bauen, ja. Was? Der Wurmeimer produziert regelmäßig Köder. Oh ja. Tja, diese Schleimeierpresse. Wir haben eine Schleimeierpresse, die komprimiert 100 Stücke Schleim zu einem Schleimei. Was auch immer das bringt. Stimmt, wir haben irgendwo einen Blitzableiter, aber wo war der? Den habe ich neben den Rinderstall gestellt. Kann ich nochmal aufrüsten? Das vergesse. So, Hofgebäude einrichten ist es nicht. Hütte doch, Hof verbessern oder so. Und dann musst du nach links gehen, weil sonst gehst du rechts durch alle durch. Und dann nimm mal das teurere. Versandbehälter, Luxusstall, Luxushühnerstall. Das sind ja nur 5000 Unterschied. Ich mache erstmal den Luxusstall. Gebäude bauen. Und da. Da. Schleim. Wilder Köder. Da. Ich habe jetzt noch nicht so viele Sachen gefunden, wo man wirklich Schleime braucht. Aber wahrscheinlich gibt es da Rezepte. Ja, aber wir haben ja. Wir können ja auch einfach in die Höhle gehen und Schleim holen, oder nicht? Tendenziell, ja. Gesundheit. Dankeschön. So, ich wollte zwei Sachen bauen. Hartholz, Gold, Eisen, Barren, Fasern. Hartholz, Gold, Barren, Schleim. Okay. Hartholz. Eisenbarren, Goldbarren. Ich glaube, müsste reichen. Yeah! Perfekto. 5 Hartholz habe ich zu viel genommen, aber ansonsten. Mit diesem Kistensystem nicht zurecht. Der lacht mich einfach aus. Die vorletzte Kiste von unten ist. Sind Mineralien. Also alle Items, wo Mineral draufsteht. Zum Beispiel Topasse. Dann die unterste Kiste ist alles, was mit Saat zu tun hat. Dünger und Saatgut. Die braune Kiste oben ist alles, was
Naturgut ist. Und ganz oben ist halt Monsterbeute. Und die beiden Kisten, die beim Feld stehen, die sind für ja, Lebensmittel und Früchte. Und die obere davon ist Gemüse. So, ich habe mal diese Schleimkiste, hätte ich beinahe gesagt. Ach, einen Wurmeimer habe ich jetzt mal neben der Kiste, die wir bei der Versandkiste haben, reingepackt. Denn die produziert stetig Köder und so Köder haben wir ja auch da oben drin gehabt. Also mit Glück klappt das ja. Nicht die schleimige. So, was könnte ich noch machen? Fischen, Heringe, Aprikose, weißen Thun, Ebene 25. Vielleicht gucke ich morgen mal wieder in die Wüste. In diese andere Höhle. Dass ich da vielleicht mal ein bisschen Progress mache. Das kannst du machen. Dankeschön. Diese goldene Sense packe ich jetzt auch mal oben rechts in die Kiste, wo wir unsere ganzen Waffen und Co. drin haben. Als eine normale Sense. Ja, würde sich lohnen, wenn wir selber Heu anpflanzen würden oder Weizen für die Mühle und so. Ja. Aber gut, dafür brauchen wir erstmal das Upgrade. Hast du jetzt das Upgrade für den Stall gemacht? Ja, wird jetzt gebaut. Oder Hühnerstall? Für den Stall. Gut. Hast du gesagt, ich soll das teurere. Ja, nee, ist richtig, weil dann können wir die Schafe kaufen und aus den Schafen können wir dann Wolle, ja. Stoff dann machen und mit dem Stoff kannst du dann A, deine Nähmaschinen benutzen und B, können wir dann auch die Mühle machen. Also in der Reihenfolge quasi. Ich werde das Geld jetzt dann ausgeben für das andere Ding und für ein paar Schäfchen.
So, jetzt habe ich vergessen, was ich gerade machen wollte. Achso, ich war zur Monstergilde. Aber jetzt zu spät, jetzt gehe ich doch lieber nach Hause. Die brauchen noch 2 Tage und die brauchen 3 Tage, bis sie wieder Ernte geben. Es ist spät. Andere wäre in unserem Garten. Was? Ich habe gerade einen Let getötet. Andere Dinge wären in unserem Garten, in unseren Teichen, wo nichts rauskommt, zu fischen. Aus den Zeitungen haben wir ja auch immer mal wieder Dings bekommen. Doch. Alter, das war laut. Ich habe ein bisschen Stein gesammelt. Weil ich ein gutes Mädchen bin. Ganz lieb und artig tue ich, was man sagt. Ja, manchmal.